Es sind keine 2 Wochen, da wir uns hier wieder treffen. Was ist denn seit dem ersten Verhandlungstag passiert? Ja, wir haben weitere Beweisanträge vorbereitet. Ich werde heute auch nochmal Stellung nehmen und weitere Sachen vortragen, um meine Unschuld zu beweisen. Im Nachgang von der Verhandlung, muss ich sagen, bin ich einfach total erschrocken gewesen, vor allem wie die Staatsanwaltschaft agiert hat, die Vorwürfe des Pyramidenspiels. Und das ergibt sich einfach nicht aus der Akte und aus dem Sachverhalt. Und vor allem fand ich es schlimm, dass man Zeugen abgelehnt hat, die als Geschädigte geführt werden, und stellt es halt in Frage, ob die Staatsanwaltschaft hier wirklich aufklären möchte. So, meine Hoffnung ist heute, dass man den Beweisanträgen von uns Folge leistet und dass die Staatsanwaltschaft heute auch signalisiert, noch das Gericht, dass sie wirklich Interesse haben, den Sachverhalt aufzuklären, und wir haben noch freigesprochen werden. Wir haben nichts getan. Ich werde es heute noch mal dementsprechend darlegen. Kids Venture ist sehr, sehr erfolgreich. Das Geschäftsmodell funktioniert, und wir hoffen, dass das Gericht heute Interesse zeigt, das Ganze aufzudecken. Sie haben es schon gesagt, der Vorwurf des Pyramidenspiels, der scheint von Ihnen widerlegt zu sein. Auch der Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs ist ja im Prinzip nicht mehr wirklich zu halten, nachdem das Geld ja zurückgezahlt worden ist, schon im letzten Jahr, inklusive der Rendite, inklusive Zinsen und sogar inklusive Zinseszinsen. Was bleibt denn da Ihrer Meinung nach heute noch über vom Vorwurf der Staatsanwaltschaft? Also es sind ja mehrere Punkte. Wir haben insgesamt 3 Anklagepunkte. Der erste bezieht sich auf den Kapitalanlagebetrug. Dass das kein Betrug gewesen ist, hat man definitiv gesehen gehabt. Wir haben erfolgreich gearbeitet, nachdem uns arbeiten hat lassen. Wir haben die Zinsen bezahlt, Zinseszinsen bezahlt. So, die Anleger sagen selber, es war die beste Anlage ihres Lebens. So, dass es Fehler gegeben hat im Prospekt, deswegen gehen wir gegen Greta Pecker und Kofler vor. Wir haben niemanden betrogen, wir wollten niemanden betrügen, es war keine Schädigungsabsicht da. Der zweite Punkt, darum geht es um Werbeausgaben, die angeblich ich als Person beauftragt haben soll. Ich habe das nicht beauftragt, ich habe mit niemandem gesprochen. So, und auch die Gutachten, die wir beantragen werden, werden auch nachweisen, dass das nicht meine Unterschrift ist. Noch abschließend eine Frage zu dem angeblich größten Wirtschaftsskandal Westösterreichs in den letzten Jahrzehnten. Die Anlage war ja zwischen 250 und 5.000 Euro für die Anleger, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt haben Sie denen 9,75% versprochen, die Sie auch gekriegt haben. Per anno, 4 Jahre sind vergangen. Also jemand, der 5.000 Euro eingelegt hat, hat praktisch damit dann 2.000 bis 3.000 Euro verdient, wenn ich richtig schätze. Das ist richtig, genau. Und deswegen, die Leute sind auch zufrieden. So, natürlich war es viel Unmut drin, auch bei den Anlegern, so durch die Presse und mediale Berichterstattung in der Zeit. Aber wir haben im Endeffekt gearbeitet. Wir haben die Firma nicht gegen die Wand gefahren, sondern ich persönlich habe alles dafür getan, dass das Unternehmen in den Erfolgskurs wiederkommt und dass es funktioniert, was wir machen. Das sieht man ja mittlerweile. Jetzt wird heute noch mit Spannung die eine oder andere Zeugenaussage erwartet. Gehen Sie davon aus, nachdem die Zeugen ausgesagt haben, wenn die dann auch wirklich da sind, dass es heute auch schon zu einem Urteil kommen wird? Müssen wir abwarten, weil, wie gesagt, wir stellen auch Beweisanträge. Ich erwarte die Zeugenvernahme mit Spannung. Ich kann von denen nicht belastet werden, weil ich habe mit keinem von denen gesprochen. Wer was anderes behauptet, wird heute lügen. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was heute dabei rauskommt.